Ein Blick in die... Na, das kann doch... Warte mal. Wenn die Gedanken lesen kann, die Muschel. Geht das einfach so? Ich hab nicht vor, mein Hab und Gut an... Kann ich damit Gedanken lesen einfach so? Das wäre natürlich cool. Ach was. Ich will nicht mehr mit diesem Fakt. Tut mir leid, Geron, aber ich kenne mich leider nur... Kann ich sie vielleicht darauf ansprechen, dass ich ihre Gedanken lesen möchte? Moment. Was kann ich dir gut... Kannst du dich an... Nein, ich werde diesen... Bis später, okay. Hilda. Lass... Geht also auch nicht. Ich muss doch irgendwie auch mit diesen Leuten hier agieren können, die hier sind. Badende Kinder. Mir fällt dazu nichts ein. Schäfer? Ich weiß nicht. Nein, er lauert doch... Geht nicht. Zu dieser Tür und auf keinen Fall vom Weg abkommen, hat er gesagt. Okay. Eos causa discimus. Kennen wir ja noch den Spruch. Ich weiß zwar nicht, was es hieß, aber es hieß was. Von der Tür rechts kommt ein leichter Schimmer. Okay. Wir müssen also Gedanken, wir können Gedanken lesen mit der Muschel. Nein, Moment, ich will doch. Ich will doch hier lang. Ja? Du schon. Ich kann mein Zeug gar nicht aktivieren. Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Ich kann hier drin noch nicht agieren, okay. Schweine, Makelle, Chemie, Schwein. Den kann ich auch nicht ansprechen, doch kann ich. Die Krieger im Tempel, sie halten mich für eine feige zumindest. Hat der vielleicht was gesehen? Wozu? Keine Ahnung, es geht darum, wer was gesehen hat. Oder kann ich das bei Nuri anwenden, um vielleicht ihre Gedanken zu hören, wie sie, was sie wirklich denkt? Sie ist zwar dreist, aber... Ich will sie nicht wecken. Okay, es geht nicht. Man weiß ja nie, wie sich die Spiele, wie sich die Rollen in so einem Spiel entwickeln. Kann ich das vielleicht probieren? Er hat seinen Angreifer noch nicht einmal richtig gesehen und ist schon schreiend davongelaufen. Was für ein Feigling. Ach, natürlich. Natürlich. Das haben sie doch beim vierten noch nicht ausprobiert. Den Göttern, was war das? Ich zeichne es sofort auf. Da er hinter dem Zelt ist, haben ihn ja... Na nö. Er hat also ein dämonisches Gesicht gehabt. Was hast du gesehen? Ich denke, das war der Einzige, der es gesehen hat.
Er hat nichts Interessantes im Kopf. Und auch du hast wahrscheinlich nichts Interessantes im Kopf, ne? Nur mal ausprobieren. Sie hat schon mal nichts gesehen. Na dann, Brüder, ich hab da jetzt eine lustige Skizze. Genauer wird es nicht. Oh, es hat keine Augen. Danke, Giron. Das sollte reichen. Du musst dich weiter wegstellen. Ich bereite jetzt den Bannkreis vor. Weiter wegstellen, nicht draufstellen. Na nö. Wie weit ist es noch? Was? Was ist? Ich dachte, du hast was gesagt. Hm? Nein. Leider kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Den richtigen Zauber weiß ich erst, wenn ich das Vieh sehe. Mich wundert, dass der Mob nicht vor dem Zelt davongelaufen ist. Wahrscheinlich ist der Angreifer aus dem Wald gekommen. Nach Dragonia. Wie weit ist es noch? Jetzt habe ich es auch gehört. Oh mein Gott. Ich bin so müde. Was ist denn da drüben los? Bei den Göttern. Geron. Der Baum. Er war die ganze Zeit hier. Was willst du? Ich habe Hunger. Ich muss essen. Ach du Scheiße. Wenn ich verhungere, bevor die Masse Draconia erreicht, siehst du keinen einzigen Schilling. Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Draconia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Jetzt sind wir Wir sind jetzt also wieder die Prinzessin. Und anscheinend kann es sein, dass der Baum die Prinzessin ist? Dass irgendetwas passiert ist? Da hast du sie. Und jetzt? Wie du willst. Sieht aus, als müsstet ihr nun verhungern. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand. Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Na dann, Rachman haben wir hier. Jetzt sind wir also wieder die Frau. Wir nehmen die Holzscheide mit. Wir nehmen das Fell mit. Wir nehmen einfach auch das Seil mit. Wir nehmen einfach alles mit. Wir schauen im Gebüsch nach. Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Alles klar. Ein Loch mit einem Hasen. Tut mir eigentlich ein bisschen leid um den Hasen, ne? Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. Okay, wir haben Stab, Maske, Alkohol, Verband, Holzscheite, Fell, Seil.
Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir wissen noch nicht, was dein Ziel ist. Wo willst du es denn aus den Augen verlieren? Hm. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Man könnte darauf eventuell eine Falle bauen. Mit Holz. Das führt doch zu... Ja, das... Aber ich hab doch noch nie... Und... Na. Ah. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Alles klar. Okay, wir haben einen Stock. Das bringt mich nicht weit. Wir binden den Stock an ein Seil. Ich darf mein Ziel nicht... Wir... kappen das Seil. Besser nicht. Nein. Ich habe sie Darin war das... Okay, Holzflöcke. Alles der Reihe nach. Okay. Löwenzahn. Da sind noch genug von diesen... Seil. Besser nicht. Das bringt mich nicht. Das bringt mich nicht. Fell auf die Holzflöcke. Erst muss ich das Fell irgendwo hinlegen. Fell auf Blumenwiese. Holzflöcke auf Fell. Seil auf. Woran soll ich es festmachen? Okay. Stock. Löwenzahn. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Na, da. Festigtes Fell, Steilsock. Sock. Gebüsch mit Seilende. Noch gibt es da nichts zum Fangen. Ach so, alles da. Der Löwenzahn wird hier hergelegt, damit das Vieh erstmal auf die Idee kommt, hierher zu kommen. Der süße kleine Hase meine ich natürlich, nicht das Vieh. Ja, Gebüsch mit Seilende. Oh, mal schauen, ob es funktioniert. Noch gibt es da nichts zum Fangen. Anscheinend nicht. Aktivieren, deaktivieren haben wir auch noch. Ich hebe mir meine Kraft für den Krieg auf. Okay, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch... Seil... Löwenzahn haben wir immer noch. Ach, vielleicht müssen wir noch was hier vors Loch legen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt schnell in das Gebüsch. Hier sollte ja theoretisch der Hase mittlerweile... Es hat angebissen. Schnell ins Gebüsch. Ja, komm näher. Gleich habe ich dich. Und zieh! Zieh um dein Leben! Das hat jetzt nicht ganz so geklappt. Okay. Löwenzahn. Probieren wir das Ganze nochmal. Löwenzahn. Das muss ich nicht mehr. Na nü. Ich geh nochmal ins Gebüsch. Okay. Das scheint nicht ganz so zu klappen.
Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Was macht die Maske? Wenn ich die Maske irgendwie... Sie wirkt nur auf Menschen. Bleib weg damit. Hast du Angst vor der Maske? Ja, hast du. Und der Stock? Auch hier ist er zu nichts zu gebrauchen. Was sagtet ihr? Nicht so wichtig. Ja, ich könnte mich maximal jetzt mal hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob der dann kommt. Kann ich jetzt einfach mit... Mist, es ist zu flink. Ich muss es anders fangen. Ich könnte natürlich das Gebüsch mit Seilende auch noch vergrößern irgendwie. Davon brauche ich kein Stück. Und wenn ich den Stab irgendwie hier rein tue? Lieber nicht. Das ist wohl nicht magisch genug. Und wenn ich den Stock hier dran befestige? Das führt doch zu nichts. Nee, tut auch nichts. Mist. Nein. Ich bin hier noch nicht fertig. Feuerstelle? Wie mache ich jetzt Feuer? Gar nicht. Okay. Mist, es ist...